Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet zu einer weiteren Folge Survival Fountain of Youth mit eurem Erik Vikingson und natürlich mit unserem Robinson. Ihr seht schon, der Robinson hat einiges gemacht, hier einiges angestellt. Ich habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er findet es nicht gut, dass er immer so hart am Limit unterwegs sein muss. Er möchte einfach ein bisschen Material zusammenfarmen, alles aufbauen und wenn wir dann losgehen, dann möchte er auch gut gewappnet durchgehen, denn wir sehen schon wieder, hier ist mehr kaputt, als überhaupt ganz ist. Und wie gesagt, das ist natürlich nicht cool. Und das verstehe ich auch. Und deswegen werden wir den Robinson erstmal richtig vorbereiten. Er hat auch gesagt, er möchte seine Werkstatt hier rein verlegen. Er möchte ein größeres Reich haben. Hier oben wird er wohnen. Das hat er schon alles angezeichnet. Hier hat er jetzt dann auch den Schmelzer, den Brennofen und die ganzen Sachen hier, die aus Ton so gemacht sind. Hier Werkbänke. Hier draußen entsteht dann eine kleine Oase, ein Beet und so weiter. Und ja, hier geht's raus, zwei Eingänge, hier unten hat er schon ein bisschen Material geholt und dann geht's hier raus, genau der alte Eingang, das kennen wir, das Beta hier ist fertig, das gucken wir uns auch gleich an. Hier muss er noch ein bisschen was machen, hier draußen wird dann so das Lagerfeuer stehen unterm Dach und so ein paar andere Sachen und obendrauf haben wir dann hier die Wassertränken, die kommen dann auch noch hoch und zwar geht's dann hier hoch, die Kisten müssen noch weg, hier wird er dann schlafen und hier draußen wird dann das Wasser so stehen, ein kleiner Balkon und so weiter und so fort. Ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht nicht sogar noch mal eins höher gehen. Aber das reicht eigentlich. Ich denke, wenn das fertig ist, sieht es ganz geil aus. Der Plan ist dann auch heute, um schneller an Material zu kommen. Denn wir wissen ja hier oben. Wartet mal. Hier oben. Da, wo das Bett ist. Genau hier haben wir ja Obsidian-Ablagerung. Er möchte sich hier oben ein Dock bauen. Das habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Das finde ich auch gut. Wir gucken jetzt noch mal kurz, was das Dock kostet. Das Dock kostet genau 3 Stück davon. Die werden wir jetzt gleich herstellen. Dann haben wir die schon mal on top. Achso, du hast das jetzt ja hier. So, dann machen wir die 3. Wir haben aber keine Säge. Eieiei. Stimmt, da war ja was. Wir haben ja gar keine Säge. Eine Steinsäge können wir aber herstellen. An der normalen Werkbank. Dann würde ich sagen, stellen wir die her. Und stellen jetzt hier die Sachen her. Sehr schön. Dann haben wir das da, das ist da. Die haben wir da. Das passt. Den würde ich jetzt zerstören. Denn wir haben ja hier unser Knochenmesser. Ne? Der schwache Bogen, der kommt da drauf. Den haben wir, sollten wir reparieren. Was wir jetzt reparieren können, reparieren wir auf jeden Fall nochmal. Und dann würde ich sagen, fahren wir als allererstes nach oben. Essen und Trinken ist eigentlich soweit in Ordnung. Er sollte sich eigentlich noch so ein bisschen ausruhen. Wir gucken gleich mal, okay. Wir gucken, ob der hier ist. So, hier kommt er dann raus. Dann haben wir hier so einen wunderschönen Eingang. Ach, sieht doch schon ganz geil aus. Mir gefällt's, was er da gemacht hat. Dann hat er hier einen Komposthaufen aufgesetzt. Da müssen wir nochmal gucken. Das Beet wird dann auf jeden Fall weggemacht. Hier die Drachenfrucht. Da haben wir nochmal eine Ananas. Ansonsten, hier sieht's eigentlich ganz gut aus. Da ist alles erwachsen. Das heißt auch, du musst es nicht mehr gießen. Hier haben wir genug. Wenn es dann nochmal regnet, ist alles in Ordnung. Das finde ich auch super geil. Genug Wasser, siehst du hier, kein Boost. Der Boost kommt dann dadurch, wenn wir hier dann das fertig machen. Da brauchen wir aber noch die Planken. Komm mal her, die können wir doch schnell noch bauen. Dann haben wir den Kompost nämlich jetzt schnell fertig. Die können wir doch noch schnell bauen hier. Wir haben es doch auch geholt. So, dann brauchen wir noch einen, ne? Wow. Das war auch nicht schlecht. Du solltest vielleicht aufhören zu rennen, Robinson. Ich weiß, dass du aufgeregt bist. Aber das bringt ja so nichts, ne? Dann geh jetzt hier raus, schnell, komm. Solange es noch geht. So. Dann haben wir unseren Kompost. So, dann müssen wir ja Dünger. Geil, oder? Einmal komplett voll, um Dünger herzustellen. Das ist einfach noch richtig gut. So, wollen wir mit dem Schiff gehen oder wollen wir zu Fuß laufen? Wäre schon weit, ne? Komm, wir machen das mit dem Schiff.
Wir haben jetzt die Drachenfrucht dabei. Das lasse ich kurz hier. Wie gesagt, hier habe ich auch schon einiges eingelagert. Also uns geht es da eigentlich relativ gut. Und das würde ich mitnehmen zum Essen und Trinken. Genau. Wie spät haben wir es denn jetzt? Fahren wir jetzt in die Nacht rein? Nö, es zieht sich eigentlich zu. Es sollen ja demnächst auch Wettereffekte kommen. Also so Stromstürme und so weiter und so fort. Man ist da auf jeden Fall noch dran, auch nach Release. Soll hier noch einiges passieren. Finde ich sehr, sehr gut. So, dann segeln wir jetzt die Küste lang zu unserem Spot. Die lasse ich jetzt hängen und wachsen. Ich hoffe, man kann halt auch wirklich auf zwei Inseln, weil das habe ich jetzt nicht getestet. Lösen. Dass man halt auf zwei Inseln auch auf einer Insel zwei Docks bauen kann. Das wollte ich sagen. So, wenn wir drüben sind, würde ich sagen, machen wir ein Schläfchen. So, sehr schön. Wie gesagt, wir müssen definitiv viel Material sammeln. Habe ich jetzt die... Jo, die habe ich mit. Oh, ich habe schon gedacht, die habe ich jetzt wieder vergessen. Ich überlege dann, ob wir vielleicht nochmal zum Kupferspot dann auch nochmal rüberfahren. Obsidian und Kupfer holen müssen. Weil den Baren müssen wir jetzt auch noch herstellen. Und in die Überlebensaufgaben möchte ich natürlich auch gucken. Das für ein Zeichen. Ach, der Kopf ist kaputt. Also nicht der Kopf, sondern der Helm. Der Helm ist kaputt. Boah, was ein Wellengang, Leute. Alter Schwede. Ich bin der Meinung, wir haben noch ein Reparaturkit hier im Schiff. Das ballert ganz schön. Ich glaube, wir müssen uns dann mal überlegen, ob wir das nicht sogar nochmal ausbauen. Aber wir sind jetzt auch schon da. Ich denke, wenn wir hier jetzt festmachen... Weil wir müssen ja hier hoch und hier oben war ja das Obsidian-Vorkommen. So. Haben wir hier nicht noch eine Schiffsreparatur? Das habe ich noch gar nicht ausgeräumt. Ich bin ein Schaf. Ach, das stimmt ja. Das habe ich ja gar nicht gemacht. Ja gut, ist aber nicht schlimm. Okay, wir bauen das Dock. Okay, wir können es trotzdem bauen. Das ist sehr schön. So, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall gleich mit unserem... Alles klar. Noch nicht ganz, aber gleich. Wir müssen es nur erst bewegen.
stehe doch nicht drauf. So, komm, dann machen wir das Ganze noch fest hier. F andocken. Sehr schön. Gut. Dann ist das angedockt. Wir sind hier. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Obsidian zu farmen. Wie sieht's denn aus? Genau, wir müssen dann hier hoch. Wie sieht's denn aus? Ja, es wird gleich dunkel werden. Ja, dann machen wir gleich noch ein Schläfchen. Gucken, ob wir jetzt irgendwas reparieren können. Das ist erst nochmal repariert. Das ist auch sehr schön. Kriegen wir den Helm noch repariert? Ja, wie gut ist denn das? Dann machen wir jetzt hier noch ein Schläfchen. So, sehr schön. Das Farmen hat sich auch gelevelt. Das ist super. Haben wir hier irgendwas rein jetzt gerade? Nö, das ist alles noch voll. Gut. Wie viel können wir tragen aktuell? Ja, einiges. Dann gehen wir hoch. Obsidian holen. Uns geht's gut. Das ist die Hauptsache. So, wo müssen wir hin? Wenn wir jetzt hier hoch wollen, wir müssen eigentlich immer hier geradeaus ruhen. So, ich würde auf jeden Fall Steine mitnehmen, weil die brauchen wir echt. Da habe ich mich in der Vergangenheit nicht wirklich drum gekümmert. Was mir jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt, das ärgert mich auch. Und denk bitte an die Schlangen, ne? Lieber Robinson. So, sehr schön. Und einmal den großen Stein. So, lass dich nicht anquatschen. Du musst jetzt, glaube ich, eh hier hoch, ne? Ja. Da sind wir doch schon. Wie gut ist das denn? Wie viel ist mehr? Wow, 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 wow. Pass mal auf. Machen wir es mal so. Ich renne schnell runter. Ich würde das ja gern einladen, aber es geht ja gerade nicht. Wir müssen gucken, was wir brauchen, um unser Boot abzugraden. Schauen wir mal gleich. Also der Weg ist eigentlich relativ entspannt und cool. Ich hätte erst überlegt, wenn das nicht gegangen wäre, ob wir dann nochmal umziehen und hier eine Base aufschlagen. Weil du hast halt hier auch viel, aber dadurch, dass es jetzt funktioniert, ist das eigentlich ganz cool. So, lass mich mal kurz gucken, was können wir eventuell hier lassen. Die Boviste kann ich raustun, dann hätte ich hier schon wieder Platz drin, ne? Dann nehmen wir auf jeden Fall die Steine rüber. Dann würde ich sogar den rüberpacken. Ja, haben wir es doch schon. Dann brauche ich mich doch da schon mal gar nicht fertig machen. So, dann gucken wir mal, wie lange das dauert, bis sich das alles erneuert. In 13 Tagen. Gut, dann wissen wir da Bescheid. Nach 13 Tagen erneuert sich der Felsen wieder. Sehr schön. Gut, gibt es noch irgendwas, was wir jetzt hier bräuchten? Die Steine haben wir geholt, die langen Stöcke haben wir selber. Orange und Kamille. Ist jetzt für mich unwichtig. Wir hätten da jetzt da oben nochmal einen Spot, aber den brauchen wir jetzt erstmal nicht zu schröpfen. Denn wir haben jetzt genug da. Dann geht es jetzt für uns nach Hause. Du musst nicht so rennen. Nochmal Kupfer holen, weiß ich nicht, ob wir das jetzt machen sollten. Aber Platz wäre halt da, ne? So, gleich ist zu gleich. Ja, Kupfer wäre halt gut, wenn wir das noch holen würden. Leute, lasst mich mal gucken, ob wir das noch hinkriegen. Dann müssten wir eventuell hier hin. Oder hier hin und dann gleich rüber, ne?
Ja, wir haben alles da. Wir machen das. Wir holen noch Kupfer. Jetzt sind wir einmal unterwegs. Dann machen wir auch mal die Tour. Das will er ja auch haben. Wir ziehen jetzt einfach durch. Gucken, ob wir das hinkriegen. Dann fahren wir direkt dahin, wo es am besten ist, an Kupfer gleich ranzukommen. Dass wir nicht erst noch 3 Jahre über die Insel laufen müssen. Denn die ist halt fettgefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist schon krass. Okay, wo sind wir jetzt urzeitmäßig in der Nacht? So, der Kupfer war hier. Ja, wir müssen dann trotzdem hier. Bah, hier kommst du nicht drüber. Wir müssen da schon hin. Müssen wir gucken, was wir brauchen für das Floß zum Upgraden. Ich glaube, wir würden hier gar keinen Dock dran kriegen, so zerklüftet wie die ganze Insel ist. Wahnsinn, das Floß ist fast zur Hälfte durch, ne? Unfassbar. So. Aber es ist herrlich, es macht so Spaß hier rüber zu scheppern. Und ich finde es gut, dass ihr auch Spaß daran habt. Und das mit Eifer verfolgt. Das ist immer das Wichtigste. Jetzt muss ich mal gucken, waren wir hier? Ich glaube, ich muss noch mal einsegeln. Ne? So, dann werden wir hier festmachen. So schnell sind wir wieder hier. Unglaublich, oder? Aber es ist für einen guten Zweck. Wir holen Kupfer. Ich muss halt rechnen, dass ich so viel nur hole, wie ich auch tragen kann. Bist du da hoch? Jetzt die Frage, schlafen wir jetzt nochmal oder nicht? Ich habe jetzt ein Gewicht von 15 drinne. Das war jetzt gerade so rot. Der Bobis ist mir gerade egal, den würde ich aber nochmal rüber tun. Und dann lass uns noch mal pennen, bis es hell ist. Dann haben wir noch mal ein bisschen Gesundheit gewonnen. Passt. So. Mein Großer. Jetzt müssen wir gucken, dass wir hier hochkommen. Jetzt sieht schon wieder nicht cool aus. Das wird jetzt so wieder nichts hier. Wo sind wir denn damals rangefahren? Leute. Ach, wir waren doch hier oben. Wo sind wir denn? Entschuldigung. Das war so nicht geplant. Ich glaube, das sieht schon mal ein bisschen besser aus hier. Genau, hier war es doch.
So. Dann auf geht's. Denk dran an die Viecher. Du ziehst jetzt einfach durch. Wenn du was zu trinken findest, nimmst du das mit. Ansonsten nischt es, ne? Weißt du Bescheid. So, dann lauf erstmal bitte hier drüber. Vielleicht kommen wir ja auch einfacher dorthin. Sieht schon mal sehr gut aus, dass wir hier auch nicht angegriffen werden. Und wie gesagt, der Jaguar wird ein Riesenproblem, wenn der wieder da ist. Und nicht ein Stein, ne? Scheiße. Den muss ich mitnehmen, ey. Nee, wir haben jetzt eigentlich genug Steine. Was wiegt denn der Stein? Boah, der ist schwer. Mach den mal auseinander. Ja, ob er jetzt zu groß oder klein ist, ist ja eigentlich scheißegal. Er wird ja so bleiben. Das fängt schon wieder richtig gut an. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, kriege ich eine Krise. Wie viel habe ich noch von dem Wasser? Okay. Naja, du hältst jetzt mal schön die Skorpion. Krass, habe ich gesehen. Zwei Stück. Die nehme ich definitiv mit. Da haben wir fast gar keine mehr daheim. Geh hier lang. Mach mir den weg. Und bleib immer schön hier am Rand. Und da ist unsere Mine. Oh, bleibt bitte dort, wo ihr seid. So, mal gucken, wie viel wir mitnehmen können. Okay. Vier Stück. Vier Stück. Das wiegt 4 Gramm, das wiegt 2, das wiegt halt 2 Kilo, das wiegt, 1 wiegt 6 Kilo, Leute. Gut, dann sind wir hier durch, kommen wir hier hoch. Dann haben wir unseren Kupfer. Iggy, komm. Komm, das schaffst du. Genau, lauf einfach schön hier rüben lang. Und wenn du zu Hause bist, ja, es wird schwierig jetzt. Es wird nicht ganz einfach. Eventuell haben wir die Möglichkeit, hier nochmal irgendwas zu finden. Eventuell mit Getränk oder so. Drachenfrucht, die war weg. Hier kommt auch nichts mehr. Den haben wir weggemacht da unten. Aber wir werden wieder hart am Limit gleich auftreten dort. Jetzt sehe ich schon wieder. Noch haben wir ja Getränk. Boah, das wäre geil, wenn du hier hochkommst. Hab mal wieder einen Frosch im Hals. Das ist auch wieder super. Jo, sehr schön. Hast du gut gemacht, Rosa. Die reinhüpfen? Wow. Nee, du hüpfst da nicht rein. Okay, mach schön langsam, dass dir nichts noch passiert hier. Ah, das hat er gut gemacht. Sehr gut, Robinson. Hast du nichts zu trinken? Du hast echt nichts zu trinken dabei, ne? Armer Kerl. Da drüben wird man jetzt auch nichts finden, was Kokosnuss heißt. Wenn wir jetzt nach Hause segeln. Sind wir tot.
Vielleicht findet man hier drüben eine Kokosnuss. Ich glaube, eine würde uns sogar schon helfen. Die Muschel ist super. Die bringt uns ein bisschen Wasser. Das sieht schon mal gut aus. Jo, guck mal, Kokosnuss. Das Leben ist gut zu uns, ehrlich. Quietsch nicht, mein Großer. Das hat gereicht. Dann kommen wir auch locker rüber jetzt. Sehr schön, bin happy. Jo. Cool. Da bin ich echt happy drüber. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir uns alle schnappen, holen uns den Wagen. Wir werden den erstmal ausräumen. Wir müssen aber, glaube ich, eine neue Kiste setzen. Wenn wir bis wir zu Hause sind. Dann würde ich einmal Kupfer hier lassen. Dass wir uns ein bisschen schneller bewegen können nach Hause. So. Oder schaffe ich das? Und das schaffen wir schon. Dann können wir kurz pennen zu Hause, dann ist das auch in Ordnung. Oh, ich bin erschrocken. Ich dachte, wir stehen direkt vor einer Schlange. Das hätte jetzt geschallert gleich wieder richtig. So, unsere Beete sind definitiv jetzt ausgewachsen. Das ist schon mal richtig gut. Jo! Direkt vors Maul gerannt. Der Kojote nervt mich da drüben ganz gewaltig. Den müssen wir mal gucken, ob wir den wegkriegen. Ey, guck mal, wie schön das aussieht, wenn wir dann heimkommen. Voll geil. So, dann lass uns erstmal schlafen. Wir nehmen gerade derzeit keine Gesundheit mehr zu, ne? Wir brauchen halt richtig gut Medizin jetzt langsam. So, ich mache nochmal Gleiches zu Gleichem. Hier haben wir auch den ganzen Kram drin. So. Dann wollte ich gucken. Ressourcenkarte. Wo waren das hier mit den Herstellung Tagebuch? Diese Überlebensgeschichte. Wo waren das? Ach, hier genau. Das haben wir abgeschlossen. Den Dattelsaft-Dings haben wir noch nicht. Koche eine Pilzsuppe haben wir noch nicht. Wir bräuchten stelle einen Obsidian-Speer her. Das könnte man sogar machen. Belohnung. Stelle ein Komplett-Set Algenkleider her. Schlafsack, die Tasche. Kupfersäge. Medizinkit. Was ist das? Tierische Sehne und Alkohol. Okay. Pass auf. Wir machen erstmal den... Oh, Alter. Okay, der kommt anscheinend da nicht durch, durch den Bauplan. Die Kohle. Ich weiß aber, dass wir Kohle hatten. So eine Stunde. Wenn ich jetzt einen Kupferbarren herstellen, brauche ich eine Stunde 36 für... Wow. Okay, wir haben 5 Stunden Brennstoff drin. Können wir hier Kohle herstellen? Jetzt lass mich mal kurz gucken. Kohle. Hier. Die stelle ich im Kohlemeiler her. Kohlemeiler. Da ist er.
Oh, den haben wir sogar. Haben wir den nicht hier? Das ist der Brennofen. Okay, dann müsste ich mir den Kohlemeiler auch noch hier hinstellen. Pass mal auf, dann machen wir das weg kurz. Bewegen. Ja, gehen wir da hin. Dann bauen wir den Kohlemeiler. Das sieht schön aus hier. Und lass den mal so stehen und dann machen wir Kohle. Brennstoff hinzufügen. Ein Tier jagt mich, das war wieder klar. Okay, jetzt machen wir Kohle. Wie geil ist denn das bitte? Dann gehen wir gleich so ein Puschel essen hier. Und einmal pennen. So, dann brauchen wir Medizin. Um Medizin herzustellen. Korallenpulver. Das machen wir sogar einfach nur hier, ne? Eukalyptusblätter haben wir jetzt nicht. Da müssen wir Eukalyptus holen. Medizinkit. Korallenpulver. 40 Gesundheit. Ja, Korallen holen wäre auch fad. Doradenflosse. Okay, da müssen wir nochmal auf die Koralleninsel. So gut. Das läuft durch. Ich glaube, hier haben wir unseren ersten Kupferbarren. Ist er jetzt nicht durch? Nehmen. So, jetzt haben wir 14 neue Baupläne. Repariere den Sextant. Mache Feder und Tinte. Okay. Den Sextant. Stimmt, den haben wir ja auch noch eingelagert, ne? Nee, den müssen wir ja holen. Der war ja kaputt. Der liegt ja noch auf der Insel. So, Kupferhammer. Kupferschaufel. Kupferspitzhacke. Hält alles länger. Kupfersäge. Das haben wir jetzt. Was hätten wir jetzt noch? Die... Was haben wir denn noch? Kupfer-Axt. Dafür brauchen wir dann einfach nur... die Axtklinge. Okay. Dann haben wir Kupferpfeile. Verbessertes Fass. Verbesserte Schreinerbank. Da hätten wir auch fast alles. Da hätten wir eigentlich alles da. Kupfertank, Kupferaxtklinge. Machen wir in der primitiven Schmiede. In der Schmiede. Dafür brauchen wir Lehmziegel. Und Tonform für Armbrüste. Leute, was ist denn da los? Lehmziegel machen wir doch hier, ne? Ne, Tonform für Armbrust. Wo machen wir Ziegel? Hier? Lehmziegel. Aber wir müssen Lehm holen. Das nächste. So, ich mach gleich wieder Kupfer rein hier. Bam und bam. Dann läuft das auch durch. Gut. Warum ist denn das so dunkel hier? Ich mach's uns noch mal kurz hell. So, Kokosnuss. Für einmal Wasser. Dann haben wir das. Dann brauchen wir jetzt eine Kiste. Kiste. Wir hätten jetzt diese große Kiste für 80.
Dann fangen wir jetzt mit der an, denn wir bauen jetzt unser Lager. Die Frage ist, wie wollen wir es denn bauen? Also hier passt es auf jeden Fall dazwischen. Wenn wir sie so stellen. Würden da sogar drei dazwischen passen. Sehr cool. Dann kommt da rein jetzt die Kohle. Bis hier. Steine. Gut. Wahnsinn. Dann packe ich das da rein. Muss halt immer gucken, dass ich genug habe. Das sind so diese wichtigen Materialien. Das ist noch nicht wichtiges Material. Das muss da rein, das muss da rein. Dann habe ich jetzt auch immer irgendwie eine Struktur wieder drin. Genau, hier. Feuerstein. Gleiches platzieren. Ich würde sogar die Rinde... Na, das machen wir als pflanzliches mit rein. Wie sieht es hier aus? Da haben wir auch nochmal Rinde und Stöcke. Da ist Essenskiste. Okay, dann geht das hier richtig ab. Rinde habe ich gesagt, mache ich nicht, ne? Da habe ich Kohle sogar. Guck dir das an. Das ist, weil ich alles irgendwo habe. Und es im Endeffekt dann vergesse. So, dann haben wir die Balken hier noch und dann haben wir noch mal das Ding hier. Ne, warte, was machst du jetzt? So und so, genau. Gut. Ihr Lieben, dann war es das für heute erstmal. Wir haben Sachen geholt und ich denke mal, morgen machen wir dann schön ein bisschen hier an der Base weiter. Holen den anderen Kram noch, gehen noch mal ein bisschen on Tour. Müssen Lehm holen, ganz wichtig. Und... Jo, machen wir einfach so weiter. Wir kriegen das schon hin. Macht's gut und tschüss.